Freunde, herzlich willkommen zu unserem nächsten Vlog. Wir sind jetzt, wie es auch im Titel schon steht, wahrscheinlich auf dem Weg zum 6mm Barbecue. Und da dachten wir uns, wir nehmen euch einfach mal mit. Hier sieht es immer noch ziemlich wüst aus. Wir haben noch nicht viel geschafft seit der DE. Es sind jetzt 3 oder 4 Wochen vergangen. Wir waren die ganze Zeit krank. Jetzt geht es uns allen so langsam wieder besser und jetzt kann es wieder vorangehen. Also wir machen uns jetzt erstmal los. Sehen uns unterwegs wieder, denke ich mal. Ne? So, natürlich haben wir wieder was vergessen. Wir müssen nochmal in die Firma hier HBBs holen. Die liegen in unserem schier nicht enden wollenden Lager. Das haben wir hier in der Firma eingerichtet, in der Autowerkstatt. Damit wir halt von hier aus, wenn Bestellungen reinkommen, den ganzen Krempel direkt verschicken können. Ne? BBs, Gas, alles Mögliche. Hier sind unsere ganzen Sleeves von den HPA-Schläuchen, Kartons, Verpackungsmaterial, Labeldrucker, alles, was wir brauchen. McDonald's! Frühstück! Restaurant zur Goldenen Möwe! 157. Mach die Klimaanlage an! Es ist so warm. Mir fehlen 3 Cheeseburger. Sind die dumm, hier stehen nur 3 Stück. Ich hab doch gesagt, für mich dasselbe. Ist der geistig behindert oder was? Die Nuggets vom Handschuhfach. Ja, ist ja gut, Mann. Herrlich. Da. Und für alle, die jetzt auch eigentlich gar nicht wissen, was überhaupt das 6mm Barbecue ist, vor 3 oder 4 Jahren oder sowas, wurden wir schon mal eingeladen von dem Stefan, von dem Bad Wolf, Stefan Kaisers. Die meisten kennen ihn vom Hangar 6. Genau, und da haben wir wir zwei Teams, und da gemeinsam so ein kleines Grillen gemacht. Beziehungsweise Stefan hat da schön gegrillt, wir haben ihm ein paar Euro gegeben, dann gab es lecker Pulled Pork und so weiter. Und das hat sich jetzt so weit entwickelt, dass Stefan vom Flugplatz Altstädt einen eigenen Hangar hat und letztes Jahr schon das 6mm Barbecue offiziell veranstaltet hat mit Tickets auch für ganz viele andere Leute und nicht nur unter uns zwei Teams. Dieses Jahr sieht es genauso aus. Das heißt, im Prinzip ist das ein Zusammentreffen von mehreren Gleichgesinnten, also Airsoft-Spielern. Wir sind hier unter uns und fachsimpeln, quatschen und essen lecker gegrilltes und gesmokedes und was weiß ich nicht. Ich habe da keine Ahnung von dem ganzen Scheiß. Hilfst du gerade? Ja. Natürlich. Oh. Hallo Idiot. Meine Lieblings-YouTuber. Guten Tag. Einen wunderschönen. Ja. Wie geht's? Gut. Und selbst? Ja. Hallo. Hast du schon gespielt oder was? Grüß dich. Hallo. Ja, die erste Runde schon rum. Wir bereiten sich gerade alle vor für die nächste. Hier wurde schon ein kleiner Flohmarkt aufgebaut. Cool. Ja. Wer spielt schon bei der Hitze? Die wenigsten, ne? Außer die Verrückte. Du hast auch schon gespielt. Ich hab alle rausgenommen. Seh ich dir noch an. Ganz alleine. Ja, natürlich. So, guck mal. Cool. Mit Panzer, guckst du? Krass, oder? Tag! Nimrod Tactical. Oh, das smoked auch schon mal. Guck mal da hinten. Moin. Hallo. Takita. Junge, dich hab ich doch gesucht. Guten Tag. Ja, sind dreckig. Kochen. Mach keine Pause. Machst gerade Pause? Ja. Du lässt andere für dich arbeiten. Du hast den geilsten Job gekriegt, oder? Nee, das ist egal. Das ist ja geil. Jawohl. Aber die leuchten dann, wenn du getroffen hast, ne? Ja, die verändern die Farbe, wenn du triffst. Komplett eingekürzt hier. Ja. Du bist ein Freak. Ich bin gegen den Abzug gekommen. Du siehst, wo ich gespachtelt habe, siehst du fast gar nicht mehr. Dort, da sieht man's. Ein bisschen, ja. Ich sag doch was. Und so war die mal, oder was? So war die mal. Krass, nur, dass so ich die halt schon von Anfang an mit den Kürzern helfen kann. Du hast ja hier alles weggeschnitten. Bis hinten hin. Nicht schlecht. So, hier stehen schon die Becher bereit. Da hinten steht der Robby Rock und der Greni und Niesmuschel und Vanessa und Flo. Und hinter Flo steht noch Basti mit seiner Tochter. Wir trinken jetzt hier erstmal ein Stückchen Kölsch und lassen es uns gut gehen zur Abkühlung. Und so in einer halben Stunde ungefähr müsste es eigentlich mit dem Essen losgehen. Oder? Da habe ich richtig Bock drauf. Lecker. So, und wir haben einen Stand aufgebaut. Guckst du? Banner. Guckst du da? Blackbox, Meier, Chicos Gewehre, Chicos Kreation. Schön, ne? Guck mal hier. Was ist jetzt hier? Ein 30-Euro-Gewehr? Ja! Ja. War dein erstes Gewehr gekauft, oder? Ja. CZP09 für einen 10er. Moin! CZP09? Ja. Für einen 10er? Für einen 10er mit einem Magazin. Ne?
Du vielleicht? Ich nicht, ich bin pleite. Rian, hast du noch? Ja, geil. Ja, cool. Ist es dir umgefallen oder was ist los? Das ist einfach meine erste und ich dachte mir, ein Anfänger eine Freude machen. Ja, jeder hat klein angefangen und es war so sauteuer, was ich am Anfang ausgegeben habe. Ja, das kennt man, ne? Ja, ach, was wir alleine für Taiwan ganz an der Taschen bezahlt. Was ich an der Guardian rumgebastelt habe. Ne? Da will ich gar nicht drüber nachdenken. Gut. Gut, freut mich. Ja, so funktioniert das hier. Hallo, herzlich willkommen bei Six Mitarbeiter. Die anderen haben einfach ignoriert. ACS zum Beispiel brauchte ich nicht. Hallo sagen, die kenne ich. Nein. Also, habt guten Hunger, bitte. Denkt dran, sein Buffet. Es wird immer wieder nachgelegt, die nächsten Stunden. Ich möchte ehrlich gesagt keinen sehen, wie beim letzten Mal. Teller voll, Spare Ribs so. In den drei solchen Tellern einen Tisch. Das Ding war leer. Also, ne, so ein bisschen Anstand. Ansonsten, mein Tipp, Pulled Pork kann man wunderbar als Burger machen. Da muss man nicht ein Brötchen holen. Nimmt da ein bisschen Coleslaw, ein bisschen Pulled Pork drauf, die Soße deiner Wahl und gib ihm. Hat das jeder verstanden? Die Brötchen kann man essen. Die kommen auch immer wieder nach, die werden gerade gebacken. Chili con carne, Chili sin carne. Ohne Fleisch ist vegan, ist auch draufgeschrieben. Full Pork, Spare Ribs, Pork Belly, Burnt Ends. Die Buffalo Wings brauchen noch 10-20 Minuten, sind die auch fertig. Full Jackfruit, vegan ist quasi Pulled Beef. Bisschen ruhiger, Pulled Beef Ersatz. Schmeckt echt gut. Mac and Cheese machen wir gleich frisch, die brauchen nicht so lange, aber ich hatte gerade, mir fehlen ein paar Arme. Mexican Corn Salad, nicht so scharf wie letztes Jahr. Coleslaw, auch hier wieder markiert, entweder Veggie oder sogar vegan. Letztes Jahr haben sie alle die vegane Chili con Carne gegessen, weil sie nicht wussten, dass es vegan ist. Boah, so lecker! Und nachher sagt, wieso habt ihr, warum hat denn keiner Chili gegessen? Die haben wir doch alle. Und jetzt habt ihr das Vegane gefressen. Das zum Thema Vorurteile gegen vegane Küche. Und Jackfruit haben sie gefressen. Ja, das stimmt auch. Ja, also wollen nicht. Jackfruit erstmal unseren Vegetariern, die da sind und Veganern da. Da kommt doch was nach. Viel Spaß, guten Hunger. Dankeschön! Jetzt geht's lecker essen. Hier ist das süße Zeug. Pulled Pork, Rippchen, Coleslaw, Barbecue-Soße und dann kommt gleich das Pulled Pork da drauf und dann ist das ein Pulled Pork Burger. Geil, ne? Du hast auch Chili. Oh ja. Schmeckt? Oh ja. Sehr schön. Ja, wir lassen es uns jetzt schmecken. Wir haben jetzt hier die Ska Daytona, ne? So ist es. Ska L Daytona. Ach ja, Linkshänder, ne? Ja. Die müsste sich aber... Ah, finde ich. Kann sein, dass sie zu wenig Druck hat jetzt. Ja, hat sie. Ich weiß, was das Problem ist. Vorhin hat die sich wieder gefangen. Nee, du hast den falschen HPA-Schlauch. Der ist zu dünn im Durchmesser. Ja, der hat nicht genug Volumen. Im Innendurchmesser ist der zu schwach. Kann sein. Ja. Wie das... Selbst wenn sie nicht schießen. Wird aber ein schöner Rückstoß. Aber jeder Rückstoß Schuss ein Treffer, ne? Ja, jetzt wo du weißt, wie sie durch Kirmes Korn gucken. Bam, bam. Also mein Vater mir damals bei der Kirmes gezeigt jetzt hat, wie man mit Luftgewehr in Kirmes Korn zieht. Schönes Gewehr. So Freunde, wir haben jetzt die Ska geschossen und wir haben auch schon ein bisschen Alkohol getrunken, zugegeben. Ein bisschen Rum, ein bisschen Cola, also Kaffee. Ja, das hat sich ganz schön drastisch dezimiert hier. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die wollen vielleicht alle noch so ein bisschen gemütlichen Abend hier verbringen. Ne? Nö, Bruce ist noch da, BB2K, Airsoft-Channel, noch so ein paar Zuschauer. Wir setzen uns jetzt nochmal hin und machen gemütlich einen gemütlichen Abend einfach. Habe ich Bock drauf. Bisschen was haben wir schon weggetrunken. Jetzt trinken wir noch mehr weg. So Freunde, es ist jetzt einige Zeit vergangen. Wir haben wie spät? 21 Uhr. Hier ist nämlich auf dem Gelände ist noch ein Drift-Event nebenbei. Während wir hier das Grill-Event machen. Ja, was soll ich sagen? Also gerade Driften an sich ist für mich die höchste Kunst des Motorsports. Das Einzige, wofür ich Airsoft aufhören würde. Bam, 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 bam. Guck mal, wie schön die sich das hier in dem Hangar gemacht haben. Das ist so cool. Hier in Altstädt entwickelt sich einfach so eine komplett eigene Driftszene gerade. Ich finde das mega geil gerade. Auf
verfickte Scheiße. Egal wie betrunken ich bin, die Verkrümmungsstabilisierung haut's raus. So Freunde, es ist inzwischen 22 Uhr, wir sind jetzt wieder angekommen in dem Hangar von Stefan. Wir werden jetzt noch in ganzem Ruhe ein Bier trinken. Ich meine, es war jetzt nicht viel los, aber ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt von hier. Ne? Macht's gut, sag mal Mädels. Und vielleicht sehen wir uns im nächsten Video. Vielleicht hören wir auch auf mit Airsoft und fangen mit Driften an. Mal sehen. Also, macht's gut. Ha, von wegen tschüss. Wir sind jetzt wieder angekommen und was ich noch sagen wollte, liken, abonnieren. Lasst mal einen Kommentar da. Gefällt euch so ein Scheiß wie dieses Wochenende jetzt hier? Auch wenn wir nicht wirklich viel schlauen Content bringen konnten. Wenn ihr uns unterstützen wollt, acs-shop.online. Kauft eure BBs bei uns, kauft euer Gas bei uns. Alles, was ihr so braucht. Und ja, jetzt bis zum nächsten Mal. Ciao.